Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Keppel am Kopf, wie den heißt. Ich werde mal versuchen, mal jetzt im Menü zurechtzufinden, wie und was ich das vielleicht kaufen kann. Also theoretisch hier F1, da kann ich, ja, Distanz zu Fuß, ne? Tierhändler 0, Klärwerk Hafen, ne? Alles klar. Wie ist das? So, Feld 1, wo ist das? Das ist eine Frage. Ich möchte ja gerne ein Feld kaufen, was bei mir in der Nähe ist, und zwar dieses Feld. Das Feld 1 ist mir eigentlich zu weit weg am Anfang. So, wir klicken mal drauf. 5, 4, 3, und so teuer ist es gar nicht mal. Kostet 5 Hektar für 89.000, 90.000 kann man so nicht meckern. 3, so 6, wo ist das? 7, 8. Nee, muss ich oft schon ein bisschen. Ja, 8 ist gut. Schon in der Nähe. 9. Ist auch schon in der Nähe, wenn das der Hof ist, ne? 6. 6. Das wollte ich haben. Feldnummer, keine Ahnung. Da wäre schön, ein paar Zahlen zu erkennen werden, aber es kommt vielleicht nochmal, ne? Ja, Mieze. Ja, gut. Wir nähern uns im Feld. Siebenundzwanzig, auch nicht, dreißig, auch nicht, einunddreißig, dreiunddreißig, fünfunddreißig, achtunddreißig, einundvierzig. Ich klicke mal einfach durch, vielleicht haben wir Glück. So, mal 49, nicht. 48, 47, 46, wäre weit weg, ne? 45, 44, 43, die Katze fetzt. 42, 41, Junge, wo ist das überhaupt? 40, 39. Das Feld, das hat 4 Hektar, das kaufen wir. 39, das ist ganz gut. Kaufen muss gut. Wachstum. Sommergerste passt. Es war nicht ideal, aber gut, wir müssen mal gucken. Ach, hey, Ruf beim Hafen. Also wir können es nicht kaufen, weil wir keinen Ruf beim Hafen haben. Okay. Wie gehen wir jetzt vor? Ich habe herausgefunden, dass wir mit streng die Maus sehen können. Ne, so können wir vielleicht irgendwas anklicken. Ne? Gut, dann werden wir mal sehen, dass wir zum Händler kommen. Der Händler ist da oben. Da oben. Da ist der Händler. Da springen können, glaube ich nicht. Da wir zumindest die ganzen Strecken mal auch fahren können. Dazu mache ich jetzt kurz hier hinlaufen. Andere Lösung wüsste ich jetzt nicht, aber schauen wir mal. Ne? Wir folgen mal der Straße. Versuchen mal einen Traktor zu kaufen. Ein Traktor, wo wir auch mal Wiese machen können, Wiese mähen. Ob wir unsere Wiesen schon ein Häschen. Bei LS war immer der Wunsch, mit Tieren zu arbeiten, also mehr als so die Krähen. Hier ist schon mal ein Hase. Ist schon mal gut. Fehlen nur noch Rebhühner und anderes Zeug, ne? Also nicht wundern. Musiker gibt ja, ja. Ich verwende aber nicht die interne Musik, da bin ich ganz sicher. Aber wir werden mal sehen, dass wir jetzt zum Händler kommen.
Wir versuchen noch was auszusehen, damit wir im Herbst spätestens was verkaufen können. Ne? Also Sommergerste zum Beispiel wäre eine ganz gute Lösung. Erstmal, ne? Am Anfang. Ein bisschen zurechtfinden müssen wir auch noch ein bisschen. Also lernen im Prinzip, dass wir das und das machen können. Und wie und wo, ne? Dazu brauchen wir einen Traktor, das ist ganz wichtig. Und der Händler muss gerade aus sein. Lokkarte. Gehen wir noch zu. Ja, hier sieht man diese Anzeigen, weiß und blau. Das müssten eigentlich Fahrzeuge sein oder vor anderen Strecken. Wie ich das wegmachen kann, ich würde es gerne weg haben, aber weiß ich auch gerne nicht. Vielleicht finde ich das durch Zufall oder ihr habt da einen Tipp. So, einmal angekommen. Ist das der Händler? Nö, ne? ja, sind auf dem richtigen Weg. Da ist ein Auto. Jetzt gehen wir gleich nach rechts und dann müssen wir schon mal eins. Ich weiß, dass hier XP irgendwo gibt. Ruf. Mal schauen, mal, ne? Wir kürzen mal mit BGH ab. Da können wir die BGH mal sehen. Das wäre ja auch eine gute Verdienstmöglichkeit auf Dauer. Wenn wir Silage haben, ne? Sei denn Silage, müssen wir höchstens vielleicht ja, mal schauen, ob wir das hier entsprechend Silage entweder. Nun liefern müssen oder auch die BGH kaufen müssen, das weiß ich jetzt nicht. Also nur die Silos. Gut, wir gehen mal zum Händler. Der mal da vorne irgendwo ist er. Hier sind die Silos dafür. Die sehen recht klein aus, aber man muss sagen, nur kleine Felder, in Anführungszeichen, ne? So. Gucken wir mal eine Karte rein, eine großen. Die müssen wir uns mal drehen. Und gehen mal in der Richtung. Irgendwie können wir da was verkaufen, denke ich mal. Aber da sind wir noch lange, lange weit weg. Bevor wir was verkaufen können, müssen wir was produzieren. So, den Händler haben wir schon mal erreicht. So wie ich da jetzt da entsprechend rein kann oder was anklicken kann zum Kaufen. Kommt nicht über, der Busch ist so schwer. Da muss ich mal gucken, ob wir hier rein können. So, hier mein Traktor, auch eine. Ich folge mal der Karte, das ist die Werkstatt. Aber ob ich hier was kaufen kann? Alles zu. Im Hof geht ja alles auf automatisch. Hier auf? Nö. Laut Symbol. Gut, dann gehen wir Menü F1. So. Alle. Typ. Ein Klaas 49. Ach so. Vor den Spieler. Wo kann man kaufen? Oh, Szenario. Ja, das ist ein Preis, den kann man nicht leisten, ne? Ja, Drescher kostet auch nicht gerade wenig. Ich sehe, hier ist viel Glas. Deutlich gerade. Ich meine, so ist das okay.
Hammer sind eigentlich, was ich mal gehört habe und gelesen habe, das sind Fahrzeuge, für die keine Lizenz besteht. Aber das ist ja aber egal, ne? Hauptsache das ist optisch okay und es funktioniert. Gut, dann wollen wir mal gucken. Szenarios, klicken wir hier an. Wo habe ich Szenarios? Da habe ich Charakter. Karte, Felder kaufe ich auch nicht. Quest. Ja. Tiere. Also ich muss ja zumindest die Möglichkeit haben, überhaupt Geld zu verdienen. Also hier gibt man nichts. Das ist F2. Krieg nie raus. Okay. Aber ich kann da oben schließen. Dann ist wieder mal kein, ne? So, gut, Szenario. Wie komme ich jetzt dahin? Szenario erfüllen. Ja, schwierig. Gehen wir hier rein. Trials. Speichern, laden. Spielsteuerung. Beginnen wir damit, ne? Ist ja egal, ne? So, Steuerung. 11. Naja, gut. Schauen wir durch. Irgendwie müssen wir den Griff kriegen, ne? Dass wir so schnell wie möglich noch was erlernen können und dann. So, hauptsächlich Steuerung schaut jetzt auch. So, Karte wird geladen. So. Stapel. Das haben wir doch schon gespielt, ne? Geh rückwärts, das ist neu. Geh links. Geh rechts. Renn zum Zielpunkt. Musst du Mausmodus aktivieren, den du hältst. Ah ja, gut. Gucken, wo der ist, ja? Mieze. Ja, genau. Ja, wir müssen langsam vorarbeiten. Hier ist schon Bulle. C. Logge Bullen an. J. Ist ein großes Tier. Ja. Schönes Tier. Verjage den Bullen. Ey, der hat da Klöten, ne? So, was der andere nicht hat, ne? Verjage. Ha. Geh in den Stall. Gut, gehen wir in den Stall, ne? Machen wir wieder die andere Perspektive. F, Taschenlampe. Hier zu Feld 14. Hier ist was angebaut gewesen. Oder Heu. Halte die angezeigte Taste gedrückt, um das Feld zu sehen, das dir bei Gras das Volumen und Feuchtigkeit der Schwarzhaufen anzeigt. Dies wird später einmal interessant,
wenn es darum geht, Gras zu trocknen. Wo ist das? Alt. Ah. Das ist ganz schön feucht, ne? Das waren die Grundsteuerungen in Kettle and Cups. Beenden wir das Tutorial. Ja, damit beenden wir auch die Folge. Ja, liebe Schauer, das geht morgen weiter hier auf meinem Kanal. Und danke fürs Reinschauen. Ja, wenn ihr Lust und Laune habt, ich mache gerne weiter, ne? Morgen. Ich sag mal jetzt zur selben Zeit. Ich weiß aktuell noch nicht genau, welche Zeit ich genau mitnehmen werde. Was meint ihr? 18 Uhr oder um 10? Jo. Also heute ist 18 Uhr wegen gestern, weil ich einfach nicht früher konnte. Aber sonst würde ich gerne um 10. Ja, aber 10 oder 16 Uhr, ich weiß nicht genau. Bis morgen. Tschüss.